Willkommen zurück zu einem neuen kleinen Video. Und ich wollte in dem Fall ein kurzes Vorwort voranstellen, weil ich immer das Gefühl habe, mir fehlt manchmal die persönliche Bindung zu den Menschen, die meine Videos vielleicht gucken. Und in dem Fall macht es wirklich Sinn, ein bisschen Kontext zu geben. Es ist ein ganz kleines Video. Es geht grundsätzlich darum, über lange Zeit nicht wirklich begeistert zu sein und nichts zu empfinden bei den Dingen, die einem mal was bedeutet haben. Und daraufhin der Wunsch, der ganz menschlich ist, wieder zu flüchten in Vergangenheit oder in Zukunft. Und das ist nie ein guter Ort, wenn man sowieso schon nichts kreieren kann oder sowieso schon nicht zufrieden ist mit sich und seiner Lebenssituation. Und genau an dem Punkt bin ich selbst seit Wochen. Aber heute hab ich's geschafft, mal wieder irgendwie einen kleinen Funken zu setzen und irgendwie ein bisschen begeisterter wieder zu sein. Und das habe ich größtenteils einer Sache zu verdanken. Und zwar habe ich so eine Sammelsteckdose und die kann ich ausdrücken. Und da hängt der Router und das Telefon dran. Das heißt, wenn ich die auslasse, dann ist die große Ablenkung der heutigen Zeit weg, nämlich das Internet. Die Ablenkung ist nicht das MacBook oder das Handy, sondern es ist das Internet, weil ohne Internet kommen wir nicht an die Dinge ran, die uns eigentlich ablenken. Und das Interessante ist, weil wir so wenig Dinge haben, mit denen wir uns beschäftigen, die nicht mit dem Internet zu tun haben, hat das direkten Einfluss auf das, was wir tun. Also früher war es so, wahrscheinlich haben die Leute eine Zeitung gelesen oder auch das Bücherlesen war noch größer oder hatten andere Interessen, die sie einfach gemacht haben, als es das Internet noch nicht gab. Heutzutage surft man über irgendwelche Seiten und schaut, was man irgendwie kaufen könnte, was einen weiterbringt, oder man liest irgendwelche Blogs oder man ist auf YouTube unterwegs oder auf, ja, TikTok, Instagram, keine Ahnung. Jeder hat da so seine eigenen Dinge, wo er Zeit verbringt. Bei mir ist es meistens YouTube und Amazon oder so Sachen. Stellt man das aus? Und bei mir war es seit heute Morgen, ich hatte das in der Nacht oder am letzten Abend ausgemacht, und heute Morgen gab es kein Internet. Und ich habe das Internet angemacht heute das erste Mal um 12:30. Und bis 12:30 hatte ich es geschafft, diesen kleinen Film zu machen, den ihr gleich seht. Es dauert ein bisschen länger gerade, es tut mir leid. Und ich war einkaufen zu Fuß, ich war beim Baumarkt, weil ich so ein paar Sachen irgendwie verbessern will, bauen will. Und ich bin wieder hochgelaufen. Das war eine große Runde und mir ging es danach echt, ich habe mir noch was zu essen gemacht. Bis 12:30 war das echt super. Und das ist so eine Sache, die ich irgendwie teilen will. Schaltet man das Internet aus, schaltet man den Router aus, ist alle Ablenkung weg. Heutzutage. Es ist wirklich, die komplette sinnlose Ablenkung ist weg. Wenn man sich einen Podcast runtergeladen hat, den man unbedingt noch hören möchte, oder wenn man sich ein E-Book runtergeladen hat, oder also alles, was man im Vorhinein sogar plant, das ist keine Zerstreuung, sondern das ist schon zielgerichtet. Aber alles, was mit Zerstreuung zu tun hat und Aufschieben und sinnloser Surferei, das hat alles mit dem Internet zu tun und nicht mit den Geräten, nicht mit der Kamera, nicht mit dem MacBook. Es ist einfach nur das Internet. Und das wurde mir heute wahnsinnig bewusst und ich bin froh um diesen kleinen Funken wieder, den ihr jetzt gleich seht. Es ist nichts Großes, aber man muss Schritt für Schritt machen. Und an der Stelle ein großes Dankeschön an euch dafür, dass ihr nach Wochen der Stille heute aufs Video geklickt habt. Ihr wisst, liken hilft, abonnieren hilft, weiterempfehlen hilft. Das sind alles Dinge, die mich und meinen Kanal unterstützen. Falls ihr das machen möchtet, wäre das wirklich fantastisch. Und jetzt beginnt der kleine Film. Los geht's. Da ist mal wieder nichts mehr. Kein Film, keine Musik, kein Schreiben, einfach keine Lust, kein Mut. Lethargisch, ohne Energie. Und das seit Wochen. Und da ist das Internet, das sich weiter bewegt, wo fremde Menschen gerade ihre guten Phasen haben, während man selbst nur durchhängt. Das zieht mich runter, lässt Ziele weit entfernt wirken. Dann versuche ich, ein inneres Problem im Außen zu lösen. Glaube, dass einfach nur wieder mehr Reize nötig sind, aber das stimmt nicht und schiebt alles nur auf. Ich
will wieder flüchten, unterwegs sein, in ein Leben, das keine Zeit zum Durchatmen lässt. Aber das löst die Probleme nicht, oder doch?